Hallo Leute, ich bin Patrick Dittmer von Kajak Guru. Unsere Saison im Verleihbetrieb neigt sich so langsam dem Ende. Wir haben ein super schönes Jahr gehabt, ist natürlich auch anstrengend. Das heißt, man hat immer so ein bisschen gemischte Gefühle dabei. Nichtsdestotrotz möchte ich in diesem Video einmal auf unseren Abverkauf von den Verleihstationsartikeln hinweisen. Wir tauschen immer jedes Jahr unsere komplette Reihe einmal komplett durch, um dir in jedem Jahr eine wunderschöne neue Ausrüstung präsentieren zu können. Und das klappt natürlich nur, wenn wir die alte Ausrüstung, in Anführungszeichen, die sind teilweise 3-4 Monate alt, wir tauschen die natürlich auch während der Saison nicht durch, aber es kommen halt immer wieder auch neue mit dazu. Genau, wollen wir einmal hier starten. Das hier sind unsere Wasserfahrräder. Die geben wir auch für einen schmalen Taler ab. Davon haben wir 2 Stück. Wir können ja einmal vorgehen. Ich zeige euch mal, was wir alles anbieten. Paddel haben wir natürlich eine ganze Menge auch da. Wir haben insgesamt 100 verschiedene Elemente, die wir hier bei uns in der Verleihstation ausleihen und anbieten. Vom 2,20 Meter Doppelpaddel in der teilbaren oder auch in der nicht geteilten Version bis hin zum kleinen Kinderpaddel. Ich glaube, die sind so 1,60 oder 1,80 um den Dreh lang. Und natürlich auch ganz viele SUP, also Sub-Paddel. Des Weiteren haben wir hier bei uns im Sortiment Einer-Kajaks, überwiegend von der Marke Seabird, da wir auch hier an der Verleihstation unsere Testfahrten anbieten, die quasi von dem Shop-Lager, was hier 200 Meter Luftlinie entfernt ist, holen wir die Kunden hier mal rüber. Hier bei uns an der Verleihstation hast du die Möglichkeit, die kompletten Boote unter wirklich reellen Bedingungen, das heißt mit Strömung, Wind, anderen Bootsverkehr auf Welle und all so einem Schnickschnack kannst du die Boote hier auf Herz und Nieren testen. Und unsere Testboote, die auch dann mit in der Vermietung mitlaufen, verkaufen wir ebenfalls. Da haben wir hier von Seabird das Discovery, das Upfjord, Expedition LV und auch HV in verschiedenen Farben, wie man hier sehen kann. Wir haben hier auch noch ein Nutsack da. Dieses Nutsack hier ist jetzt in 2 Farben, dann haben wir aber auch noch ein grünes Mittelteil da, das könnte man also auch noch einmal komplett durchtauschen. In dem Fall als Solo. Wir haben auch noch Mittelteile. Wir haben ja, falls ihr euch vielleicht an den anderen Videos ein Stück weit erinnern könnt, verschiedene Mittelteile auch zusammengesetzt beim Nutsack und haben so einen riesen Team-Kajak daraus gebaut und haben damit halt auch unsere Team-Events gemacht. Das heißt, da haben wir auch noch ein paar gebrauchte Nutsack-Teile und ich mache das hier mit Absicht, weil die sind ein paar Mal gelaufen. Weiter geht's hier mit unseren offenen Zweier-Kajaks. Also hier haben wir die Marke Roteco bei uns als Partner mit drin. Super robuste, offene Zweier-Kajaks. Unzerstörbar, einfach reinsetzen, fahren. Das ist natürlich bei uns auch immer super wichtig, dass hier die Leute, die uns an der Verleihstation besuchen, ein sicheres Erlebnis haben. Das heißt, alle unsere Boote sind natürlich super von den Fahreigenschaften, da achten wir drauf, aber halt auch sehr kippstabil. Also das ist natürlich das A und O einer Verleihstation. Die Roteco-Boote sind halt super ausgestattet, auch was den Halt im Rücken angeht. Du hast eine schön hochgezogene Rückenlehne, sodass du halt auch ein paar Stunden unbeschwert damit fahren kannst. Hinten auch noch eine kleine Tagesbrücke mit bei. Wenn man sich das hier mal anschaut, sieht man noch weitere Einer-Kajaks, auch in verschiedenen Farben. Das sind jetzt die längeren Modelle, Expedition HV und LV. Und hier natürlich im Ständer verschiedene Zweier-Kajaks in verschiedenen Farben, Ausführungen. Cayman haben wir zum Beispiel auch da, das ist das etwas kürzere offene Zweier-Kajak. Und natürlich auch unsere Stand-Up-Paddleboards. Von dem GTS Cruiser 11.6 Modell, was sehr für Anfänger geeignet ist, haben wir, glaube ich, 30 Stück. Und hier haben wir auch noch 1-2 kleine Ausreißer, in Anführungszeichen. Das hier sind Joby Boards, ebenfalls aus dem Jahr 2022. Das ist hier das Duna, auch ein 11.6er Board. Also 11.6 ist aus meiner Sicht immer eine coole Mischung, wenn du ein bisschen sportlich unterwegs sein willst, aber dennoch halt auch entspannt unterwegs sein willst. Das sagt ja auch Cruiser aus, ja, man cruist ein bisschen entspannt auf dem Wasser. Das ist halt für uns halt auch wichtig hier an der Verleihstation, dass halt da auch die Leute sicher unterwegs sind und nicht alle 5 Minuten irgendwie reinfallen. Ja. Die Gebrauchtboote werden wir nicht versenden, gleich mal vorab. Aber wenn du vielleicht von außerhalb kommst, lohnt sich auch der kleine Weg. Also wie ihr sehen könnt, wir haben wirklich viele Subs hier. Ist natürlich auch super gefragt im Hochsommer. Das heißt, wenn du Bock hast auf dein eigenes Sub und du für einen schmalen Taler noch was richtig Hochwertiges kaufen willst, egal ob Kajak im Einer-,
Zweier oder auch das Stand-Up-Paddling. Komm zu uns, kontaktiere uns und sichere dir dein gebrauchtes Board, Kajak oder wie auch immer bei uns. Ruf einfach an, wir freuen uns. Bis dann.